Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Eher weniger, sondern was etwas Spekulatives. A, möchte ich euch meine Vermutungen sagen, wo morgen am 28. der Ingame-Teaser zu Loba passiert. Wohl morgen ab 19 Uhr soll nämlich Loba auf der Karte World's Edge auftauchen. Ich zeige euch, wo ich sie vermute, anhand der Daten, die wir aus dem Handy ziehen können, könnte man nicht sagen, sondern einfach die Positionen der Handys geben eine gewisse Richtung an, was sehr, sehr interessant ist. Dann möchte ich euch alle drei Handys als einen Zusammenschnitt mit den ganzen Schriften auf Deutsch einmal zeigen. Da hat mich ein Abonnent und Instagram-Abonnent, ich kann auch übrigens meinen Instagram-Account mal hier einblenden, steht auch in der Videobeschreibung, wer da abonnieren will, gerne, und zwar HowBeBad heißt der Bengel, der hat mir nämlich das auf Englisch mal eingeblendet und ich habe das jetzt auf Deutsch mal zusammengeschnitten und es ist echt interessant, wie man mit diesen Textfetzen da etwas mehr reininterpretieren kann. Und vor allem eine Spekulation, die im Netz rumgeht, dass Forge in Season 5 auch eine Rolle spielen könnte, obwohl er tot ist. Da vermutet man wohl einen Klon dahinter und auch ein Herr namens Blisk, der eine spätere Legende sein wird, aus Titanfall bekannt, könnte da eine Rolle spielen oder später noch dazukommen. Wie das Ganze aussieht, Blisk lasse ich da jetzt aus der Geschichte mal außen vor, da bin ich nicht ganz konform. Aber warum man Forge hinter einer gewissen Sache vermutet, gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal die einzelnen Handy-Zusammenschnitte als eins zusammen und dann zeige ich euch, wo ich Loba vermute ab morgen Abend. Los geht's. Sorry übrigens für die zusammengeschnittene Qualität dieses Bildes, besser habe ich es leider nicht hinbekommen können. Links, Mitte, rechts jeweils die Reihenfolge, wie die Handys erschienen sind. Und zwar sehen wir hier rot markiert nochmal das Wraith-Labor. Hier unten steht jetzt ebenerdiges oder ebenerdiger Zugang Science-Labor. Wir sehen hier, hier ist nun mal der ebenerdige Zugang. Und dass das gesamte Wraith-Labor unterirdisch ist, ist ja auch kein Geheimnis. Deswegen ist es natürlich der perfekte Ort, um dieses Tunnelsystem mit dem Hydrodamm zu verbinden. Übrigens dachten ja viele, weil sie mich da versucht haben zu berichtigen, die Ausrichtung vom Hydrodamm und vom Wraith-Labor, das ist ja alles gar nicht so nah aneinander. Ich gehe davon aus, dass das alles einfach eine beispielhafte Geschichte ist, um einfach nur zu zeigen, dass die tunnelmäßig oder unterirdisch miteinander verbunden sind. So, hier oben steht unterirdische Räume, Verbindung, wo. Und hier gehe ich davon aus, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, dass dieser Raum, der uns bis jetzt im Wraith-Labor nicht zugänglich ist, den man auch nicht sehen kann, der Zugang zum unterirdischen Tunnelsystem sein wird über eine Treppe, eine Luke, eine Leiter. Irgendwas kann man da vielleicht aufmachen. Ich zeige euch übrigens gleich das Hologramm nochmal in vernünftiger Qualität, wenn ich euch das Tunnelsystem zeige, was ich hier in diesem Bild vermute. In der Mitte haben wir dann mehr Tunnel, Westhälfte der Insel checken. Das macht schon mal deutlich, wie groß das Tunnelsystem zu sein scheint. Und übrigens, ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auslassen, ob ihr so ein Tunnelsystem geil finden würdet. Ich finde die Idee an sich sehr, sehr cool. Ich habe aber, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich das inhaltlich an sich, wie gesagt, geil finde, aber dass das wahrscheinlich die Gunfights weiter auseinanderzieht und im Zweifelsfall findet man noch weniger Squads, wenn man vielleicht die ganze Zeit nur oberirdisch auf dem Kings Canyon unterwegs ist, hat man so noch weniger Gunfights. Gerade am Anfang, wenn irgendwas in der Season neu ist, dann wollen sie alle da landen und alles erkunden und ja, im Endeffekt findest du dann wahrscheinlich auf der Oberfläche des Kings Canyons keine Gunfights. Und wenn man dann noch eine zweite Ebene unter der Map hat, kann es sein, dass man hier vielleicht mal nur mit 3 Kills gerade mal so Champion wird, weil man keine Gegner findet. Das ist so mein Bemängeln dahinter. Wir werden mal sehen, wie das umgesetzt wird. Gehen wir jetzt erstmal weiter im Text, was meine Vermutung betrifft. Hier in der Mitte steht ein Gerät mit Jamie reden. Und hier kommen wir zu Forge. Auch wenn ich die Theorie nicht ganz hundertprozentig glaube, kann ich es aber auch nicht genau entkräften. Hinter Jamie vermutet man nämlich Forge. Ich gehe gleich genau darauf ein, warum man hinter Jamie Forge vermutet, auch wenn ich denke, dass das Loba ist, die mit bürgerlichen Namen vielleicht Loba heißt. Nein, Loba, die mit bürgerlichen Namen Jamie heißt. Das Ding, was das Ganze von mir aus jetzt schon mal entkräftigt, ist einfach, dass die Familie und Loba selbst Portugiesen sind und Jamie ist jetzt nicht gerade ein portugiesischer Name. Deswegen bezweifle ich vielleicht auch ein Stück weit, dass Loba vielleicht Jamie ist. Weiter erstmal im Text.
Auf der rechten Seite steht ganz oben, Jamie sagt Kondensator. Das ist irgendwo im Bereich auf dem Hydrodamm. Ich nehme an, das ist ein weiterer Zugang zu diesem unterirdischen System. In der Mitte steht, wie groß ist das Ding, was uns Aufschluss darauf geben wird, wie groß das unterirdische Tunnelsystem sein wird. Und ganz unten steht, alles abgesucht, Sackgasse Westen checken. Wahrscheinlich ist es hier in dem Bereich irgendwo noch ein Zugang, wo man in eine Sackgasse läuft, wo man irgendwo anders noch einen Zugang suchen muss. Jetzt gehe ich mal auf die vernünftige Qualität. Moment, haben wir hier gleich, ruckzuck sind wir hier drüben. Ich vermute, dass das Tunnelsystem nämlich, und das sieht man hier 1a, diese ganzen durchsichtigen roten Linien, die jetzt mal nicht das Wraith-Labor sind, würden meiner Meinung nach eindrucksvoll zeigen, dass das komplette Tunnelsystem ist. Hier haben wir noch eine Abzweigung, dann gehen hier noch ein paar Linien weg, hier drüben. Moment, können wir noch weiter hoch. Und vor allen Dingen dieser Bereich rund um das Portal, hier ist nämlich das Portal, wo wir in diese oder aus ins Labor reinkommen, über das Labor oder durch das Portal wieder raus katapultiert werden. Und hier könnte es sein, dass es irgendwo, weil das hier so schräge Linien sind, da stellt das für mich wahrscheinlich dar, dass das verdammt tief schräg nach unten geht und hier irgendwo dann unterirdisch kommt man zum Hydrodamm, meiner Vermutung nach. Und auch hier könnte man vermuten, wenn ich das jetzt einfach mal ein bisschen näher ranzoome, das sind zwei Lootgebäude auf dem Hydrodamm im Freien. Ihr kennt ja die Mitte vom Hydrodamm, die so ein bisschen pizzamäßig aussieht mit diesen einzelnen Dreieckselementen. Und da gibt es hier zwei Gebäude, die sich direkt gegenüberstehen, wo man looten kann. Dann ist hier in der Mitte eine Lootbox, dass hier unterirdisch vielleicht das auch miteinander verbunden ist und wir mehr Eingänge dazu finden. Jetzt komme ich erstmal zu dem Forge-Gerücht und wie man überhaupt darauf kommt. Und danach zeige ich euch den Spot, wo ich Loba ab morgen Abend vermute. Hier haben wir Forge und warum wir davon ausgehen könnten, eventuell, dass Forge da eine Rolle spielt. A, gehen die Gerüchte rum, dass Forge ein Klon sein könnte. Entweder ist dann rund um das Attentat in Season 4, wo Revenant Forge tötet oder Ende Season 3 besser gesagt, entweder wurde das Original Forge getötet oder der Forge, der vielleicht noch ins Spiel kommt, ist ein Klon. Keine Ahnung, das ist nur spekulativ. Warum kommen wir überhaupt darauf, dass Forge noch kommen könnte oder was damit zu tun hat? Und zwar hat ein Abonnent namens Jan, danke nochmal dafür, mich darauf gebracht. Forge heißt mit bürgerlichen Namen James. Wir sind jetzt hier in einem Ausschnitt aus Wikipedia, wo man Namen googeln kann. Und viele Namen haben ja Koseformen. Und wenn jetzt in der zweiten Zeile, der fünfte Name, Jamie, mir war nicht bewusst, dass James die Koseform Jamie hat, mit AI geschrieben wie aus dem Hologramm. Und da könnte man davon ausgehen, dass Forge noch irgendwo eine Rolle spielt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, auch Loba nicht, weil Portugiesisch Jamie macht für mich keinen Sinn. Vielleicht wird es anders ausgesprochen. Das kann natürlich auch sein, aber Forge macht für mich einfach keinen Sinn, sonst würden wahrscheinlich zwei Legenden kommen, weil wenn ich irgendwas mit Forge in diesem unterirdischen System checken muss, dann müssten wir ja davon ausgehen, dass Forge auch am Anfang von Season 5 schon kommt. Das war es jetzt rund um Forge. Jetzt zeige ich euch noch, wo ich den Spot rund um Loba vermute. Moment. Ich habe euch nochmal auf der Karte alle Fundorte, zumindest als eine Linie, dargestellt. Und zwar haben wir den ersten Spot. Moment, ich mache das mal noch ein bisschen größer. Der erste Fundort ist im Dome. Dann kommt die Sortierfabrik und dann kam der Harvester. Wenn wir das uns als eine Linie betrachten, auch wenn das an der Sortierfabrik hier nicht ganz hundertprozentig übereinstimmt, könnte man denken, dass uns die Linie eine Richtung vorgeben will. Und zwar zeigt die Linie nach Nordwesten. Und wenn ich jetzt einfach mal 1a die Linie verfolge, gibt es nur einen Spot, einen festen Spot auf der Karte, der uns oder der die Linie kreuzt. Und das ist hier die Lavakluft, nennt sich es, glaube ich, auf Deutsch. Und deswegen vermute ich hier den Loba-Spot. Wir werden Loba ab morgen, dem 28. ab 19 Uhr auf dem World's Edge finden können. Das ist eine Vermutung. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich habe ein wenig die Fantasie anregen können. Ich gehe davon aus, dass es mit dem Tunnelsystem schon sehr, sehr gut passen könnte. Alles andere rund um Forge und Loba mit dem Spot. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die Woche. Danke nochmal an die beiden Abonnenten Hobby Bad und Jan, die mich dazu animiert haben, dieses Video überhaupt zu machen, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist.
Auch wenn das ein oder andere wahrscheinlich eher nicht so passieren wird. Darum geht es aber auch nicht. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch, ja, wie gesagt, einen schönen Start in die neue Woche. Wer von Apex Legends Informationen, Tipps und Tricks und Livestreams nicht genug haben kann, möchte, will, ist bei mir richtig. Abonniert also meinen Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.